Leute mit, die dann nachher noch eine Anzeige wegen Ruhestörung oder was weiß ich. Klingt ganz gut hier, sauber, satt, nicht wie eine Nähmaschine. Der Motor läuft rund, sauber. Aber ich fahre jetzt noch bei Oscar vorbei, das mache ich noch. Mit dem rede ich eben noch 5 Minuten wegen dem Skoda, wegen der Batterie. Ob ich die ausbauen soll und ihn bringen, rechtzeitig ausbauen und laden lassen bei ihm. Ist ja nur, weil er so lange gestanden hat und nicht gefahren ist. Deswegen ist die Batterie jetzt ein bisschen müde. Ja, kommt, 40 ist... Hier kann man 60 fahren, dann fahrt auf 60. Hier kannst du aber 70 fahren. Ja, Fahrer. Ja. Radfahrer. Na, die fahren jetzt gleich links ab, wo ich das sonst auch abfahre. Ich fahre jetzt mal zu meinem Mechaniker. Komm, Arm raus. Sehr gut. Habt ihr gesehen, wie schön die Arme rausgehalten haben? Der Transporter fährt einfach dran vorbei, der Sack. Kein Respekt. Keine Ahnung, was das für Leute waren. Skandinavier sind hier ganz viele, die herkommen zum Radfahren. Auch mal Deutsche, Spanier sowieso. So, jetzt kommen wir mal in Gran Tarajal an der anderen Seite rein, an der Hauptstraße sozusagen. Wie ich gesagt habe, es gibt ja im Prinzip nur zwei Einfahrten. Diese hier und dann rechts weiter. Und links, wo wir wohnen da, aber das ist ja im Prinzip die gleiche wie hier. Guardia Civil ist hier, also wer die braucht, nehmen wir mal hin hier. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Anzeige machen und keine Ahnung, was noch. Zack, zack. Ja. Bleib ja stehen da, du.